Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen im Wochenende und bei meiner neuen Bücherwoche. Ja, wir haben heute viel vor. Es gibt 4 gelesene Bücher und auch noch so ein bisschen, natürlich wie immer Blabla, so ein bisschen Geblabbere am Ende. Doch als erstes möchte ich euch mein Highlight der Woche zeigen, mein neues Handy. Ja, ich freue mich so. Ich hatte vorher ein Windows Lumia und war, also Nokia ist das, total genervt von Windows. Und habe mich dann in das goldene Huawei P8 Lite verliebt. Unglaublich schmal, also natürlich ist da eigentlich keine Schutzhülle rum. Das ist eigentlich ja nur Gold, also wunderschön. Und es musste auch Gold sein, nicht schwarz oder weiß. Und dann habe ich mich in diese schöne Hülle verliebt. Ja, ist es nicht niedlich, also so ein bisschen blau abgesetzt, eben diese Erhöhung, dass wenn es halt runterfällt, eigentlich nicht auf die Scheibe fallen soll. Und ich bin total begeistert. Ich bin noch nicht ganz technisch komplett durchgestiegen, aber ja, es ist halt jetzt Android und es ist auf jeden Fall anders. Also, aber wirklich schön, freue ich mich und das war mein Highlight der Woche, das mich ein paar Lesestunden, Momente auch gekostet hat, weil ich natürlich da dran, ja, so rumspielen musste und so ist es. Neue Technik, ne, das braucht immer einen Moment. Aber ich bin zufrieden, begeistert und bin total gespannt, was ich mit dem Handy noch erleben werde. Also, ist jetzt übertrieben, aber ihr wisst, glaube ich, was ich meine. Ja, 4 Bücher gibt es diese Woche, beziehungsweise eigentlich 3,5. Weil das eine Buch war eben schon angefangen und habe ich jetzt eine Woche Pause gemacht. Und jetzt geht es so, oder sogar 2 Wochen Pause gemacht. Ja, irgendwie so. Also ein ganzes Stück Pause gemacht und ich glaube 2 Wochen. Und ich bin schon total wirr. Und dementsprechend fangen wir an. Ihr findet in der Infobox wieder, wann ich mit welchem Buch beginne, wann das restliche Geplauder anfängt und natürlich auch alle Links versuche ich einzupacken. Und dementsprechend, denke ich, legen wir jetzt erstmal los mit dem, was euch erwartet. Ja, ich habe A Feast for Crows von George R. Martin beendet. Das ist der 4. Band im Englischen, entspricht Band 7 und 8 im Deutschen. Hier hatte ich, glaube ich, noch ein bisschen was um die 400 Seiten. Also jetzt für den Juni, das war ja mein Juni-Projekt und dann habe ich ja Anfang Juni richtig schön reingelesen, schon Ende Mai begonnen und dann hat es mich aber tatsächlich eine ganze Zeit nicht rangezogen. Warum? Erfahrt ihr natürlich jetzt dann im Video. Das zweite Buch war ein E-Book, das ich parallel gelesen habe und zwar Die Katze des Dalai Lama von David Michie. Und die Kunst des Schnurrens ist da der Untertitel des zweiten Buchs. Und ich habe ja den ersten Band jetzt auch, glaube ich, vor 2 Wochen gelesen. Und habe mich unglaublich darauf gefreut, dass der zweite bei mir eingezogen ist. Und der musste natürlich auch gleich gelesen werden. Dann habe ich also parallel im Grunde gelesen. Oh, da habe ich jetzt das Buch noch am Nachttischkästchen. Und zwar These Broken Stars von Amy Kaufman und Megan Spooner mit der Unterschrift Lilac und Tarva. Und das ist der erste Teil einer Trilogie. Im Englischen sind sogar alle 3 Teile schon da. Und das Buch ist mir vom Katzenverlag ja zur Verfügung gestellt worden. Und ich weiß, es liest aktuell wohl jeder auf BookTube. Und mich hat es an diese Geschichte auch total rangezogen. Und wie ich es fand, erfahrt ihr dann natürlich später. Und als letztes wieder ein E-Book, was eben auch wieder parallel gelesen wurde, weil für mich klappt dieses getrennt lesen wirklich auch, wenn es unterschiedliche Formate hat. Also wenn ich einmal ein Buch in Händen halte und einmal den Reader, dann kriege ich die Geschichten auch auseinander. Ja, dann war es Arsida, das ist der dritte Teil der unwandelbaren Reihe von Laura Labas. Und es ist der dritte Teil. Ich habe auch den zweiten schon Anfang Juni gelesen, habe mit Pharos ja im Mai begonnen und möchte einfach diese Reihe weiterlesen. Es sind insgesamt 5 Teile und den habe ich gestern beendet. Genau, Arsida habe ich gestern noch zu Ende gelesen und wir haben viel vor und dann natürlich ein bisschen Blabla. Aber jetzt denke ich, fangen wir einfach erstmal an mit ein paar Worten zu A Feast for Crows. Es ist, wie gesagt, der 4. Teil von George R. Martins Reihe Song of Ice and Fire, das Lied von Eis und Feuer zu Deutsch. Die deutschen Bände, das habe ich mir rausgeschrieben, ist der 7. Band Zeit der Krähen, was ja in etwa dem Titel im Englischen nahe kommt. Also A Feast müsste ja eigentlich irgendwie ein Kampf sein oder so. Ja, irgendwie sowas. Und der 8. Teil ist Die dunkle Königin.
Und ich muss ehrlich gestehen, mir erschließen sich die deutschen Titel nicht ganz daraus. Gerade der achte Teil, Die dunkle Königin, ich weiß ja nicht, wo da ein Cut gemacht wird in der Geschichte. Ich finde nicht, dass es da in irgendeiner Art um eine dunkle Königin ging. Aber okay. Das Buch hat 976 Seiten und ist im Englischen 2005 erschienen. Und dann kam ja, glaube ich, 2011 der fünfte und seitdem warten die Fans auf den sechsten Band. Und ja, wie man sieht, er lässt sich eben Zeit. Aber es sind halt tatsächlich auch irgendwie Wälzer. Aber man kann natürlich auch sagen, auch J.K. Rowling hat es geschafft, irgendwie nach einem Jahr, eineinhalb, ihre Bücher rauszubringen. Und ja, das Buch habe ich Anfang Juni schon mal intensivst gelesen, habe dann aber aufgehört, weil es unglaublich langweilig ist. Also es ist bisher wirklich der schlechteste Band und ich habe mich wirklich gequält. Das hängt nicht an der Sprache oder wie es George R. R. Martin erzählt. Für mich persönlich liegt das wirklich an den Perspektiven. Wir haben hier Brienne, die auf der Suche nach Sansa ist. Wir haben Samwell und Goldie, die zusammen schon reisen auf den Weg zur Zitadelle nach Old Town. Ich weiß gar nicht, wie das in Deutsch hieß, Alsas. Ja, das war mit einer der interessantesten Stränge. Dann haben wir natürlich Arya, die in Braavos gelandet ist, im Haus von Schwarz und Weiß. Wir haben Cersei, ich glaube zum ersten Mal, dass wir sie in King's Landing, ja, im Grunde ihre Gedanken erfahren. Wir haben Jamie, wir haben Eleni, die eine Charakterin ist, die wir schon aus anderen Büchern kannten, aber hier unter anderem Namen auftaucht. Mehr möchte ich nicht verraten. Hier sind wir im Grünen Tal. Dann haben wir Arianne Martell und das ist die Tochter des Fürsten in Dorne, also die Nichte sozusagen von Oberin Martell, wer schon so weit ist. Und dann sind wir auf den Eiseninseln und haben hier ganz unterschiedliche Charaktere. Und da mich der Dorne-Strang und auch die Eiseninseln so gar nicht interessieren und mich auch nicht die stundenlange Suche von Brienne interessiert hat, war das ein unglaublich langweiliges Buch. Ja, ich kann es gar nicht anders sagen. Mich hat unglaublich gestört, dass wir sehr viel in King's Landing waren, dass wir unterwegs waren mit Brienne. Das war, ja, es war irgendwie langweilig. Ich fand wirklich den Brienne-Strang. Ich bin froh, dass sie das in der Serie nicht übernommen haben, dass sie sucht und sucht und sucht und sucht. Und jedem, den sie trifft, die gleiche Geschichte erzählt und uns diese Geschichte auch, glaube ich, 5-mal erzählt hat. Wem sie sucht, warum sie sie sucht, wie es so weit kommen konnte. Ich fand es unglaublich langweilig. Also nach so einem Brienne-Kapitel musste ich tatsächlich das Buch meistens zur Seite legen und dachte, ja, danke. Es fehlen hier unsere Hauptcharakter. Es fehlt Tyrion, es fehlt Daenerys, es fehlt Jon. Das sind ja im Grunde die großen drei Hauptstränge, natürlich mit King's Landing, also Königsmund. Und das hat einfach gefehlt. Und das Gemeine ist, dass am Ende uns tatsächlich George R. R. Martin noch erzählt, und was ist denn mit denen? Und dann eben eigentlich die Aufklärung schafft, dass er das Buch 4 und 5, also er hat überlegt, ob er die Charaktere, ob er ihnen kurze Zeit gibt und dann eben alle Charaktere in ein Buch packt, oder ob er eben länger bei den Charakteren ist und dann eben sozusagen die Handlungen aufteilt. Das heißt, wir haben im Buch 4 jetzt die Charaktere scheinbar abgearbeitet. Ich gehe jetzt davon aus, dass wir im Buch 5 dann tatsächlich bei Jon sind, bei Tyrion sind, bei Daenerys sind, natürlich auch noch ein bisschen was anderes uns angucken werden. Und ja, es dann wieder hoffentlich spannender wird. Hier sind einige Dinge passiert, die in der Serie tatsächlich erst im sechsten Teil passieren. Das ist dann das, wo ja viele Fans immer gesagt haben, die Bücher gehen so weit auseinander. Und die beiden Produzenten ja auch gesagt haben, sie machen keine 1:1 Verfilmung, sondern es ist im Grunde ja, was ihnen halt wichtig erschien. Ich finde es sehr gut, dass vieles aus den Büchern jetzt nachgeholt wurde in Staffel 6 und man natürlich den Autor ein bisschen Zeit verschafft, damit er sein Buch 6 zu Ende bringt und man dann tatsächlich wahrscheinlich das sechste Buch eben erst in die 7. Staffel packen wird, also von der Handlung. Ich glaube, man wollte eben auch die Buchmenschen nicht zu sehr spoilern. Ich meine, manche Dinge wurden gespoilert, aber man wollte das wahrscheinlich umgehen, dass die Leute dann eben noch Interesse an dem Buch haben. Und ich glaube, ja, der Run auf die Bücher wird, auf das Buch wird dieses Mal so groß sein wie sonst nie, weil natürlich alle drauf warten, sowohl Serien-Junkies wie Bücher-Junkies und ja.
Es war okay. Ich mag den Schreibstil von George R. Martin. Da gibt es gar keinen Zweifel. Ich mag die Sprache, die er verwendet. Was mir hier gefallen hat, ist, dass er wieder ein bisschen einen historischeren Stil bekommen hat. Also auch so ein bisschen ältlichere Begriffe verwandt hat und auch so die Redewendungen ein bisschen altertümlicher geklungen haben. Und das hat das schon sehr schön gemacht. Also es ist okay. Es ist natürlich bestimmt auch Jammern auf hohem Niveau. Und auch gerade die Storyline von Arya und Bran und auch Samwell, die mag ich unglaublich gerne. Das ist schön, dass man da so viel erfährt, dass man da so eintaucht und viel mehr Dinge erzählt bekommt, als es in der Serie der Fall ist. Aber es war, ich glaube einfach dank Brienne und Cersei einfach unglaublich langweilig. Wobei im Cersei-Strang bestimmt einiges passiert ist, was interessant ist. Aber ich will, ja, der ihre Gedanken eigentlich nicht wissen. Das ist so, ja, mein Problem. Ja, auch Eiseninseln fand ich okay, aber das, Und was halt da schade war, ist, dass man einfach Charaktere verfolgt, zu denen man keinen Bezug hat. Und auch bei In Dorne, das ist zwar ganz schön, dass wir da eben einiges erfahren, was da eben auch gerade nach der Zeit von Oberyn und so passiert, aber... ja, also man muss es natürlich lesen, keine Frage, wenn man die Reihe liest. Aber ich glaube, wenn ich da zwei deutsche Bände gehabt hätte, das hätte mich schon sehr frustriert. Also dementsprechend ist es okay, ich habe es jetzt gelesen und ja, Band 5 wartet und ich glaube einfach, dass der um Längen besser sein wird als jetzt dann wieder Band 4. Also ja, der beste war bisher tatsächlich, denke ich, Band 3. Also der war, ja, wirklich, nee, Band, ja, Band 3, glaube ich, war wirklich der beste und auch der dickste, war, glaube ich, mit der spannendste. Also, ja, aber Band 4, ja, da muss man sich, glaube ich, wirklich durchquälen. Ja, von so einer langweiligen Geschichte zu einer Geschichte, die mir unglaublich gut gefallen hat, das kann ich direkt zu Beginn sagen. Und zwar Die Katze des Dalai Lamas und die Kunst des Schnurrens von David Michie. Ist der zweite Teil einer Reihe. Der dritte Teil erscheint jetzt auch Ende Juni, ist im Lotus Verlag erschienen, wurde mir auch von diesem dankenswerterweise zur Verfügung gestellt und ist erschienen im Oktober 2015, hat 256 Seiten, kostet als gebundene Ausgabe 16,99 und als E-Book, wie ich es im Grunde habe, dann 13,99. Und ich muss hier ehrlich sagen, das Cover ist wunderschön. Und ich mag auch diese Unterschrift mit Die Kunst des Schnurrens. Ach, und jeder Katzenbesitzer wird jetzt machen, weil das einfach, ich glaube, auch das Schönste beim Zusammenleben mit einer Katze ist, wenn sie schnurrt. Egal ob Tag oder Nacht oder wenn es einem gut geht oder nicht gut geht oder wenn man nach Hause kommt oder wenn sie einfach zufrieden neben einem auf der Couch liegt, man liest ein Buch, hat einen leckeren Tee, Katze nebenan und schnurrt. Und eigentlich genau das zum Ausdruck bringt, was wir Menschen gerade in diesem Moment wahrscheinlich auch empfinden. Also, der Titel perfekt gewählt und der Titel umreißt im Grunde auch die Handlung des Buches. Die Katze des Dalai Lamas ist eine gefundene Katze, die als Babykatze eben in das Kloster des Dalai Lama gekommen ist. Er hat sie damals auf der Straße in Indien in Dar es Salaam aufgenommen oder sogar Neu-Delhi, glaube ich. Er kam aus einer Amerika-Reise zurück und seitdem ist sie die KSH, die Katze seiner Heiligkeit, und hat schon einige Dinge im Band 1 erzählt. Das ist aber jetzt, ich würde sagen, kein Spoiler, wenn man die Handlung des zweiten Teils erzählt, weil es sind halt unabhängige Geschichten, aber sie sind natürlich weiterführend. Also es macht tatsächlich Sinn, mit dem ersten Teil anzufangen, um einfach die Geschichte, wie die Katze dahin gekommen ist und wer die Menschen um sie herum sind, zu erfahren, macht es auf jeden Fall Sinn, dass man den ersten Teil gelesen hat. Und dazu nochmal ganz vielen Dank an die liebe Zuschauerin, die mir das in den Kommentaren empfohlen hat. Ich, ja, du hattest absolut recht, man sollte Teil 1 und 2 kennen, bevor man mit Teil 3 weiterliest. Und ja, der zweite Teil, ich sage es vorneweg, war genauso toll wie Teil 1 und ist absolut eine Highlight-Reihe für mich in diesem Monat. Und der Titel des Buches ist auch Programm, denn der Dalai Lama begibt sich auf eine Reise. Ich glaube, 7 Wochen wird er weg sein. Und gibt der Katze, seine Heiligkeit, eben eine Aufgabe. Und sie wird von ihm ja immer liebevoll Schneelöwin genannt, was ich total süß finde. Und es ist ja eine Himalaya-Katze, sieht man ja auch sehr schön auf dem Cover. Und ich meine, die passt natürlich auch, also von der Rasse, vom Aussehen, so ein bisschen in so eine besondere Riege sozusagen rein. Und ja, sie bekommt die Aufgabe, eben die Kunst des Schnurrens zu erfahren. Also was die Katze zum Schnurren bringt, also sie selbst, und warum man schnurrt. Und da das Schnurren eben mit Glücklichsein in Verbindung gebracht wird, ist sie im Grunde auf der Suche nach dem Glück. Und was uns Glück
glücklich macht. Also einmal natürlich sie als Katze und einmal uns natürlich als Mensch. Und das finde ich wunderschön. Das ist eine unglaublich tolle Reise mit ihr durch diese Geschichte. Und wir erfahren aber nicht nur Dinge, die uns glücklich machen, sondern es geht in dem Buch ein bisschen um Tod und Trauer und um die Verarbeitung davon, wie die Buddhisten damit umgehen, was es mit der was es eben mit der tibetischen Tradition zu tun hat, wie da Menschen eben dann auch beerdigt werden, wie das so vonstatten geht, fand ich mega interessant. Das tibetische Totenbuch habe ich zum Beispiel auch hier, habe ich vor Jahren mal gelesen und fand total spannend, in welchem Kontext uns das die Katze rübergebracht hat, eben auch einfach mal so ein bisschen Dinge, wovor sie Angst hat, also wenn die Räumlichkeiten renoviert werden, wie das eine Katze empfindet. Dann war eben auch schön nach Tod und Trauer ging es dann natürlich auch wieder um die Wiedergeburt. Ich meine, die ist ja in der buddhistischen Philosophie an oberster Stelle und das hat mich unglaublich berührt. Also die ganze Geschichte, alle Themen, die sie anpackt, man sitzt eigentlich mit einem Lächeln vor, in dem Fall vor dem E-Book, und man hat ein ganz warmes Gefühl. Ich kann es gar nicht anders sagen. Bei mir ist es wirklich im Herz, im Bauch, es ist alles warm, es ist alles, alles hellwach und man fühlt sich einfach, als würde man wirklich mit den Augen der Katze durch diese interessante, auch exotische Welt reisen, die uns Außenstehenden ja, also das Kloster, ja eigentlich schon, da kommt man ja nie hin. Also, ne? Und ich finde das ganz, ganz toll. Also das gibt mir persönlich unglaublich viel, weil ich eben auch diese buddhistische Philosophie so mag und mich damit schon so beschäftigt habe und die für lebenswert halte für mich selbst, für mein Leben, die mir eben viel gibt. Und das schafft eben auch dieses Buch. Und ich habe auch 2-3 Zitate wieder herausgenommen. Und ich denke, eine so Weisheit kann ich einfach mal weitergeben. Wenn wir uns auf das Hier und Jetzt einlassen, fuhr Lodo fort, das ist ein Charakter, begreifen wir, dass in jedem sich entfaltenden Augenblick alles vollkommen und miteinander verbunden ist. Dies können wir nur direkt erfahren, indem wir alle Gedanken loslassen und uns einfach entspannen, bis wir erkennen, dass wir uns nur deshalb in diesem gegenwärtigen Augenblick befinden, weil alles andere so ist, wie es ist. Und ach, das ist, also da ging es, glaube ich, auch um Meditation und wie man eben dahin kommt. Und das fand ich ganz, ganz toll. Dann geht es hier darum, warum sich Sorgen machen. Wenn ihr etwas dagegen tun könnt, dann tut es. Wenn nicht, weshalb sich den Kopf darüber zerbrechen? Lasst los. Jede Minute, die ihr euch Sorgen macht, sind 60 verlorene Sekunden Glück. Lasst euch von euren Gedanken die Zufriedenheit nicht stehlen. Und dann sehr schön, was perfekt auch gerade zu mir gepasst hat. Das Glück ist nicht in der Vergangenheit zu finden und schon gar nicht dadurch, dass man sie noch einmal zu durchleben versucht, so schön sie auch gewesen sein mag. Glück kann nur in diesem Augenblick im Hier und Jetzt erfahren werden. Und das ist ja wirklich der Kern von der buddhistischen Philosophie, von Meditation, von Yoga, dass man im Hier und Jetzt ist, nicht über Vergangenes und nicht über die Zukunft nachdenkt und dass man hier nur das Glück finden kann und nicht dran denken könnte, was wäre denn, wenn, könnte ich dann glücklich sein oder wenn ich das und das tue, bin ich glücklich oder ach, damals war ich aber glücklich. Also Erinnerungen sind schön, sie sollen aber Erinnerung bleiben. Und das finde ich immer wieder schön, mir das auch in Erinnerung zu rufen. Ich glaube, wir Menschen neigen sehr dazu, entweder in der einen Vergangenheit zu leben oder in der Zukunft und so selten im Hier und Jetzt. Und ich glaube, würden alle mal einfach im Hier und Jetzt leben, wäre einiges Leid auf dieser Welt. Jetzt schläft mir mein Fuß ein. Würde uns einiges erspart bleiben. Das ist so. Ja, also ein grandioses Buch, das mir unglaublich viel gibt und ich glaube, man merkt das auch und ganz besonders. Also ich kann es jedem nur empfehlen, der Katzen liebt, der sich mit der buddhistischen Philosophie beschäftigen möchte oder schon hat und da eben einen Zugang hat oder sich einfach mal dafür interessiert und einfach mal wissen will, um was geht's denn da, greift zu diesem Buch. Die Katze seiner Heiligkeit erzählt es uns auf ganz besondere Weise und hat mir unglaublich gut gefallen. Also es hat mich wirklich tief berührt und hat mir unglaublichen Spaß gebracht. Gerade so neben A Feast for Crows. Ja, man kann es gar nicht anders sagen. So, für mich kleine Pause, 20 Minuten sind so fast rum und dann geht's mit dem nächsten Buch weiter. Das nächste Buch ist aktuell in aller Munde und zwar These Broken Stars von Amy Kaufman und Megan Spooner mit dem Untertitel Lilac and Tara, erschienen im Carlsen Verlag
Und das Cover ist doch wirklich ein Traum. Das kann man gar nicht anders sagen. Wobei, ich blende es euch einfach mal ein, wie das englische Cover, das Originalcover, sogar noch besser gefällt. Also die finde ich wirklich allesamt wunderschön. Und dass die toppen sogar noch, ja, im Grunde jetzt hier das deutsche Cover. Aber das deutsche ist wunderschön mit diesen beiden Augen. Und ja, genau. Es trifft eben auf Lilac in Tara. Also wir haben hier eben die beiden Protagonisten. Und das macht dieses Cover, also schimmert auch so schön. Es fühlt sich auch ganz besonders an. Also wirklich sehr gelungen. Ist jetzt am 27. Mai im Carlsen Verlag erschienen, wurde mir auch von diesem zur Verfügung gestellt. Hat 496 Seiten, kostet in der gebundenen Ausgabe 19,99 und als E-Book 13,99. Das englische Taschenbuch bekommt man zum Beispiel schon um die 9 Euro bei Amazon zum Beispiel. Kann man aber natürlich auch in jeder Buchhandlung bestellen. Ich habe jetzt meine Zahlen einfach mal von Amazon genommen. Und die englischen Bücher haben ja auch keine Preisbindung. Da im Grunde einfach mal Ausschau halten. Das Schöne ist an dieser Reihe, dass alle drei Bücher im Original schon erschienen sind und dass auch der zweite Teil bereits, ich glaube, im November erscheinen wird. Jetzt muss man gucken. Und den Untertitel Jubilee und Flynn haben wird, also zwei neue Charaktere. Und auch der dritte Band ist bereits letztes Jahr im Englischen im Dezember erschienen und hat dann die beiden Charaktere Sophia und Gideon. Und bei mir heißt er Gideon und nicht Gideon, wie in der Verfilmung der Edelstein-Reihe. Ich mag das ein bisschen exotischer. Ja, also wer der erste Band toll fand, der kann jetzt im Grunde im Englischen direkt mit Band 2 und 3 weiterlesen. Aber was geht es denn natürlich in diesem Buch? Ja, es geht um Lilac und Tara und wir sind auf der Icarus. Das heißt, wir schweben durchs All in einem Raumschiff und die Menschheit befindet sich eben auf verschiedenen Planeten beziehungsweise reist eben auf solchen Schiffen wie der Icarus zwischen den Planeten hin und her. Und wir haben Lilac, ein junges Mädchen, die Tochter des einflussreichsten, erfolgreichsten und wahrscheinlich auch reichsten Menschen an Geld sozusagen der Zeit ist. Und sie ist umgeben von Bodyguards. Und dann haben wir die Geschichte von Tara, der ein Elitesoldat ist, der sich da gerade ein bisschen Ruhm erarbeitet hat und eben auch auf der Icarus sozusagen reisen darf. Und beide verbindet eigentlich nichts bis zu dem Zeitpunkt, dass sie sich kurz unterhalten, beide irgendwie spüren, der andere ist ganz interessant. Und dann, ich glaube, am nächsten Tag, wenn sie sich dann ein zweites oder drittes Mal treffen und eigentlich schon so weit sind, dass sie gesagt hat, also gerade Lilac, ja, der Typ ist nichts für mich und sie ihm das auch so ins Gesicht gesagt hat, dass er eben unter ihrem Stand wäre. Es eine Katastrophe auf der Icarus gibt, beide sich in eine Rettungskapsel retten können, ja, diese dann irgendwie kurz schließen und dann auf einem Planeten landen, den sie nicht kennen und darauf warten, dass sie gerettet werden, beziehungsweise dann eben zusammen mit uns auf diesem Planeten erforschen und so manches Verwunderliches passiert auf diesem Planet und auch zwischen den beiden, die sich eigentlich schon jetzt vertrauen müssen, natürlich die ein oder andere Spannung herrscht, weil sie natürlich so unterschiedlich sind wie Tag und Nacht. Ich muss ehrlich gestehen, ich habe mir anfangs ein bisschen was anderes von diesem Buch vorgestellt, wurde aber absolut positiv überrascht. Ich war ab den ersten 5 Seiten im Bann dieses Buches. Es hat sich unglaublich schnell weglesen lassen. Es ist ein schneller Einstieg in die Geschichte. Man ist gleich mitten dabei. Man erfährt sofort ein bisschen was über die Charaktere, über beide Protagonisten. Und das Schöne ist, man weiß auch bei diesem Perspektivwechsel immer, wer man ist. Ja, das ist ja immer für mich ganz wichtig, weil mich das sonst immer auch mal verwirrt. Und das Interessante daran ist, dass wir eben vor dem Perspektivwechsel auch so eine Art Befragung haben, wo eben Tara als Soldat Fragen beantworten muss seinem Major gegenüber, oder er ist Major, ich weiß gar nicht mehr jetzt, wie es war. Und man dadurch natürlich ein bisschen erfährt, dass es wohl irgendwie ein gutes Ende nehmen müsste. Und man dann eben merkt, oh, aber irgendwas Geheimes liegt noch in der Luft. Und dieses Geheimnis gilt es dann natürlich in der Geschichte der beiden ein bisschen zu lösen. Ich fand es sehr schön, dass man tatsächlich einen erzählerischen Unterschied gemerkt hat in den Perspektiven. Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass beide Schriftstellerinnen
dass beide wahrscheinlich wirklich eine Perspektive übernommen haben, denn man hat wirklich anderes gespürt, ob uns das Lilac erzählt hat oder Tara. Das fand ich wirklich unglaublich genial gemacht, weil man da wirklich, das hat man sehr selten bei Perspektivwechsel. Das können nicht viele Autoren sehr gut, aber die beiden gehören auf jeden Fall dazu. Ich fand auch, dass es eine realistische Erzählung der Katastrophe war und auch des Überlebenskampfes. Es war nichts verschönert oder sonstiges, sondern man hat wirklich gespürt, die beiden hatten einfach Hunger, sie hatten Durst, sie sind auf Suche gegangen, sie haben sich mal irgendwo verletzt. Es ist nicht immer alles gut gegangen, was ja sonst oft bei Jugendbüchern der Fall ist. Und das fand ich einfach auch schon mal besonders und schön. Man hatte atmosphärisch ein wenig das Gefühl, man ist zum Beispiel bei Lost oder The Hundred, dass man eben einfach einen Planeten erforscht oder eine Insel, wie es bei Lost der Fall ist, die man eben nicht kennt und auch die Charaktere nicht kennt und eben auch neue Dinge so entdecken. Das fand ich unglaublich atmosphärisch. Es hat ganz viel Spaß gemacht, auf diesem Planeten Dinge zu entdecken. Und was ich auch besonders fand, ist, dass man eben den kompletten Fokus auf diese beiden Protagonisten hatte, dass ja nichts anderes groß drumherum passiert ist, sondern man wirklich komplett den Fokus auf die beiden gelegt hat, dass man wirklich nur diese beiden auf den Schirm hatte. Das hat dann wieder so ein bisschen an den Marsianer zum Beispiel erinnert, wo man ja wirklich nur dem Mark Watney, wie er hieß, sozusagen, ja, im Grunde auf dem Schirm hatte und der im Grunde die ganze Geschichte erzählen muss. Und so war es hier auch. Beide mussten im Grunde dafür sorgen, dass die Geschichte spannend ist, interessant bleibt, dass es Dialoge gibt. Und das fand ich ganz, ganz toll. Es war etwas ganz Besonderes, was ich so schon lange, lange Zeit nicht mehr gelesen habe. Und das Spannende waren dann eben auch noch die Mystery-Elemente, die dazugekommen sind, die unglaublich toll eingesetzt wurden, die unglaublichen Spaß gebracht haben. Und so blieb eben das Buch tatsächlich bis zum Schluss absolut spannend. Es ist wirklich sehr, sehr gelungen. Wo ich ein bisschen ein Aber ransetzen würde, ist tatsächlich der Charakter von Lilac, die mich anfangs unglaublich genervt hat mit ihrer zickigen und heuligen Art. Gut, sie ist ein Mädchen. Das kann man jetzt natürlich wieder so sagen. Die wollen natürlich in Büchern oftmals gerettet werden und stellen sich dann halt auch so ein bisschen an. Das wäre einfach so mein einziger Kritikpunkt, dass die mir wirklich so, ich sag mal, das erste Drittel, Viertel wirklich auf den Keks gegangen ist. Also, dass ich wirklich dachte, jetzt reiß dich doch mal zusammen. Und ja, so ist es. Ja, das, ne, man ist halt auch einfach ein bisschen älter und weiß, dass man im Leben einfach mal mehr selbst anpacken muss und einem nicht alles gemacht wird. Und schon gar nicht immer man auf irgendjemand anderen hoffen kann. Und das habe ich mir bei ihr, ja, aber sie war natürlich das verwöhnte Mädchen, logisch, dass ich so denke, das verwöhnte reiche Mädchen. Und ja, es hat natürlich ihrem Charakter entsprochen, aber mich hat es ein bisschen geärgert, zumindest am Anfang. Sie hat dann wirklich eine schöne Wendung und genommen, überhaupt die Charaktere sind gewachsen und sie wurden tiefgründiger und es war eine tolle Entwicklung. Und dementsprechend war es wirklich so nur 3-4 Momente, wo ich dachte, oh, jetzt meckert sie wieder rum, ne? Und ja, das ist aber so der einzige Kritikpunkt tatsächlich. Ansonsten ein absolut gelungenes Buch und ich freue mich sehr auf Band 2 und 3, bin mega gespannt und liebäugle tatsächlich, mir die in Englisch zu holen und weiterzulesen. Ja, ich glaube, dass das tatsächlich auch in Englisch sehr cool sein kann und dass man, wenn man dann vielleicht wirklich die englischen Bücher und die deutschen Bücher nebeneinander stellt, ich weiß natürlich nicht, wie die nächsten deutschen aussehen werden, aber Katze, fand ich auf jeden Fall gelungen und danke wirklich den Carlsen Verlag, dass ich es zur Verfügung gestellt bekommen habe, weil das wirklich ein ganz besonderes Highlight-Buch auch des Monats sozusagen war. Ja, es geht tatsächlich noch weiter mit einem nächsten E-Book. Unglaublich, also es macht's Lesen eigentlich nicht so anstrengend, wie dann das drüber erzählen. Und ich frage mich, wie so viele Geschichten tatsächlich in den Kopf gepasst haben. Und das noch neben einer Fußball-EM. Aber ja, wir machen einfach weiter mit dem nächsten E-Book. Und zwar ist das Arsida, der dritte Teil der Unwandelbar-Reihe von Laura Labas, ist letztes Jahr im April erschienen, hat 343 Seiten und kostet als Taschenbuch 12,99 und als E-Book bekommt man es schon für 2,99, also eine Reihe, die absolut erschwinglich ist. Ich glaube, man ist dann bei 5 Teilen knapp bei 15 Euro oder 16 Euro, also da kann man absolut zugreifen. Ja, die Unwandelbar-Reihe geht ja grundsätzlich darum, dass wir Reyna haben, die eben ein Pharos ist und ein Pharos ist eben jemand, der in Tiere sich wandeln kann, also sich mit der Seele von Tieren verbinden kann und dann eben das als Totem verwendet und immer wenn das Tier in der Nähe ist, kann sich die Seele mit ihm verbinden
Und ja, es gibt dann eben auch noch Unterschiede. Es gibt Hydra, die wiederum Gestaltwandler aufsuchen können. Und Gestaltwandler sind eben, ja, im Grunde Pharos, die gestorben sind und ihre Seele haben, ja, schweben lassen und eben ohne Seele auf der Welt umherwandeln. Und wir haben hier unglaublich viel spannende Elemente. Wir hatten im ersten Teil Mordfälle, die passiert sind. Wir wurden in die Geschichte eingeweiht. Wir haben Freundschaften, wir haben Morde, wir haben Betrug, wir haben Intrigen, wir haben Lügen und wir haben auch ein bisschen Liebe. Gerade bei Reyna ist das so ein bisschen ein nebensächlicher Handlungsstrang, würde ich einfach sagen, weil das ist einfach das Besondere, dass es nicht komplett irgendwie eine Liebesgeschichte oder gar eine Dreiecksgeschichte oder sonst was ist, sondern wirklich, dass das nur so ganz zart immer mal auftaucht. Und man sich schon fast ein bisschen mehr von der Liebe wünschen würde. Man kann jetzt natürlich zum dritten Teil, möchte ich gar nicht so viel verraten, zu der Handlung, weil ich würde natürlich viel aus Teil 1 und 2 erzählen. Ich werde natürlich eher auf das Gefühl beim Lesen jetzt sozusagen eingehen. Und ich war ja vom ersten Teil, ich fand den ersten Teil sehr gut, gelungen und habe auch gesagt, als erstes Buch absolut gut gemacht. Und das zweite Buch hat mich ja dann absolut, also Hydra hat mich ja absolut in den Bann gezogen, habe ich ja Anfang des Monats gelesen. Und man merkt, ich habe jetzt direkt mit dem dritten Teil weitergemacht, dass mich die Reihe in den Bann gezogen hat. Und es ist ja so, ich lese das ja mit einer Leserunde auf Lovely Books, bei der auch die Autorin dabei ist und die Autorin eben immer die E-Books an all die, die gewonnen haben, immer weitergibt, sobald die das vorhergehende Buch sozusagen beendet haben und man eben als Leser sagt, ja, ich möchte weiterlesen. Es war ja gerade wichtig, zum Beispiel nach dem ersten Band, ist es überhaupt was für einen, möchte man weiterlesen, auch nach dem zweiten, jetzt nach dem dritten. Bei mir ist jetzt auch schon Band 4 eingezogen, also ich kann direkt im Grunde, wenn ich möchte, weiterlesen und es ist definitiv eine Reihe, die ich absolut toll finde. Punkt. Mehr muss man eigentlich gar nicht sagen. Es ist wirklich eine Reihe, worüber ich froh bin, dass ich sie entdeckt habe. Man spürt es auch im dritten Teil. Es geht nahtlos weiter, die Geschichte nach dem zweiten. Es dauert nicht sehr lange. Man ist direkt wieder in der Geschichte. Man ist am Ende des vorangegangenen Buches. Und das fand ich hier wirklich auch wieder unglaublich gelungen, dass man wieder mit drin ist, dass man noch die Gefühle wieder aufgefrischt hat, dass die ratzfatz wieder da sind. Mit welchem Gefühl ist man aus dem zweiten Buch herausgegangen? Es war unglaublich spannend. Es ging lebendig und atmosphärisch einfach weiter. Es sind tolle Dinge passiert. Man hatte keine Verschnaufpausen. Es ist, jagt ein Highlight, das nächste. Man hat immer mal so leichte Verschnaufpausen und dann kommt's Bäm und es geht direkt weiter. Also das ist ganz, ganz toll gemacht von Laura Labers. Das finde ich wirklich sehr, sehr gelungen und es macht einfach unglaublichen Spaß, da einzusteigen, wieder dabei zu sein. Wir entdecken im dritten Band, gibt es neue Charaktere, die wir kennenlernen, die uns wieder mehr über diese Welt der Pharos und diesen Herrschaftszentren und sonstiges erzählen und es wird eben alles immer sehr gut eingeführt, man bekommt viele Infos, die einen dann im Grunde so ein Gesamtbild schaffen lassen und es ist eben immer voller Spannung. Und wir haben hier auch verschiedene Wendungen, mit denen ich überhaupt nicht gerechnet hätte und gerade so ab der Mitte, wo eins auf den anderen aufschlägt und man denkt sich nur, hä, wie kann das sein, wo kommt das her, wie geht es weiter und man möchte es dann eigentlich nicht mehr aus der Hand legen und gerade dieses ganze Politische, was sozusagen dahinter steckt zwischen den Pharos und dann mit den Menschen und den Hydra und den Gestaltwandlern und alle drei haben gewisse Interessen und das fand ich einfach ganz, ganz, ganz toll und man erfährt eben einfach auch viel noch aus Reynas Vergangenheit, beziehungsweise was die Eltern betrifft, die Großeltern betrifft, ja auch ihre beste Freundin Felicity ist wieder dabei und es ist so ein Rundum-Paket mit ganz tollen geschaffenen Charakteren, mit tiefgründigen Dialogen und unglaublich viel Spannung. Und wer eben einfach Urban Fantasy mag, der wird hier wirklich großen, großen Spaß haben, in diese Geschichte einzutauchen. Und also mir bringen die unglaublich viel Spaß. Also es gibt immer mal so das ein oder andere, wo ich denke, das gibt es aber einfach in jedem Buch. Mich persönlich, ich werde nicht ganz warm mit Reyna, also mit unserer Protagonistin. Die geht mir manchmal wirklich auf den Keks. Es war im ersten Teil viel, viel schlimmer. Da konnte ich gar nicht viel mit ihr anfangen. Sie hat viel gelogen, Wahrheit verschwiegen, wie auch immer man das nennen möchte. Sie war ständig irgendwie auf der Hut und man wusste noch gar nicht vor was. Und
das hat mich an Rainer gerade im ersten Teil unglaublich gestört. Das wurde im zweiten besser und es wurde jetzt auch im dritten besser, sodass ich nur noch 3-4 Mal die Augen rolle über Rainer und manchmal auch Dinge tatsächlich jetzt von ihr ein bisschen verstehe. Sie handelt leider manchmal aber dennoch noch nicht so, wie ich es eigentlich von ihr erwarten würde. Also sie hatte da auch in diesem Buch 2-3 Momente, wo sie entgegen ihrem Charakter irgendwie gehandelt hat, was mir irgendwie komisch vorkam. Und ja, das hat sich da nicht ganz rund angefühlt. Und das ist, glaube ich, ja, Rainer ist für mich so die einzige Schwäche an dieser Geschichte. Ja, es ist leider so. Und ich hoffe einfach, dass sie sich jetzt im Band 4 und 5 einfach so entwickelt, dass ich im Band 5 sagen kann, ja, Rainer ist mein absoluter Lieblingscharakter. Wird so nicht sein. Aber ich finde die Reihe wirklich toll. Und jeder, der eben auf der Suche nach mal was anderem ist und er darf sich auf die Gestalt wandeln, darf man sich nicht als Vampire oder sowas vorstellen. Es ist eben was ganz anderes. Und ich finde das toll. Also es macht wieder unglaublichen Spaß, in dieses Jugend-Urban-Fantasy einzutauchen. Und ich mag eben auch die Sprache von Laura Labers. Und mir macht das echt großen Spaß und es ist eine absolute Empfehlung für alle, die sowas mögen. Die werden da auf jeden Fall auch Freude dran haben, Spannung dran haben und sollten unbedingt mal mit dem ersten Teil anfangen. Und der erste Teil ist Pharos, dann war Hydra, Arsida und jetzt kommt irgendwas mit P. Ja, ich habe den vierten Teil noch nicht aufgeschrieben. Werdet ihr auf jeden Fall hören, wenn ich den vierten Teil lese. Ich habe ihn ja jetzt da und jetzt schnappen wir alle mal durch und denken, wow, 4 Bücher, also es war echt eine geile Woche. Ich habe wirklich viel Zeit mit meinen Büchern verbracht, beziehungsweise haben die sich auch unglaublich schnell weglesen lassen. Also zum Beispiel These Broken Stars mit 500 Seiten, das war so ein Witsch, war das irgendwie weggelesen. Und natürlich habe ich dementsprechend ein bisschen weniger geschlafen, gerade wenn ich abends lese, lege ich dann das Buch halt nicht zur Seite, weil ich ja weiterlesen möchte. Aber Schlaf wird sowieso überbewertet, dementsprechend wer braucht Schlaf, dementsprechend passt das schon. Aber es ist, wie gesagt, keine Empfehlung für jemand anderen, dass er nicht schlafen soll und dafür lesen soll. Das muss wirklich jeder für sich wissen. Also bei mir funktioniert das ganz gut mit 5-5,5 Stunden Schlaf. Klappt nicht bei jedem, würde ich vermuten, aber bei mir klappt das gut. Und dementsprechend, kann ich da natürlich viel Lesezeit rausziehen sozusagen für mich. Dann war natürlich ein bisschen Fußball-EM, auch hier habe ich ein bisschen reingeschalten, hat natürlich jetzt ganz aktuell heute Abend, also Samstagabend spielt ja auch Deutschland, heute Abend spielt Portugal, Dienstag spielt Deutschland, letzten Donnerstag haben Deutschen gespielt, es war ein unglaublich langweiliges Spiel, wo man dann davor sitzt und denkt, okay, Schlaf ist vielleicht doch was ganz Schönes. Die hält einen natürlich so ein bisschen da dran. Für mich persönlich sind diese EM-Spiele, dieses Mal fühlen sie sich tatsächlich ein bisschen an wie die Hungerspiele bei Panem. Wenn man mitbekommt, was drumherum gerade politisch und so passiert, wie viele Hooligans unterwegs sind, was da für Sprüche rausgehauen werden, egal von welchen Seiten, was da für Vergleiche gibt. Und für mich ist das wirklich so ein bisschen Panem. Also, wie heißt es? Brot und Spiele war es, glaube ich, bei Cäsar. Daran haben sich ja Panem, Tribute von Panem dran so ein bisschen angelehnt. Und ich habe auch das Gefühl, dass wir Frieden mehr oder weniger auf der Welt haben, weil wir alle zwei Jahre eben irgendwie 11 Männer, in diesem Fall, es gibt ja auch Frauenfußball, aber es ist jetzt bei der Männer-EM, dass wir einfach mal 11 Männer losschicken aus jedem Land. Die können sich da mal kloppen auf dem Fußballplatz und alle können mitfiebern, ihren Frust rauslassen und dann ist auch wieder gut und es herrscht Frieden. Ist doch irgendwie interessant, oder? Also scheint tatsächlich ein bisschen dieses Jahr so zu sein, weil ich glaube, man hat selten so viel von Hooligans und Ausschreitungen und keine Ahnung was gehört, wie es jetzt aktuell der Fall ist. Was ich unglaublich schlimm finde, weil ich einfach denke, es ist nur Fußball. Und viele in meiner Umgebung belehren mich und sagen, nein, Steffi, es ist Krieg. Und das ist vielleicht tatsächlich so. Ja, für mich ist es nur Fußball. Also ich kann da nichts dran empfinden. Ich bin auch, ich finde, Deutschland kann gerne Europameister werden. Ich habe aber einen anderen Favoriten, den ich aber nicht erzähle. Für alle Insider. Das hat damit zu tun, dass ich da besonders auf Oberschenkel stehe und kann sie jetzt jeder selbst mitmachen. Welcher Fußballspieler hat schicke Oberschenkel? Ja. Und das zum Thema Fußball-EM. Und jetzt machen wir noch einen kurzen Cut, bevor es mit dem restlichen Geplauder sozusagen weitergeht, weil so 2-3 Dinge würde ich euch tatsächlich schnell noch zeigen und erzählen wollen. Da
dann war es ja diese Woche soweit. Ich habe euch letzte Woche schon das Hardcover vom Buch meiner Schwester in die Kamera gehalten. Der erste Sonnenstrahl von Cynthia Lindner. Und es war am Donnerstag soweit, dass jetzt auch das E-Book erhältlich ist. Und es ist geplant, dass es, glaube ich, die ersten zwei Wochen für 99 Cent bei Amazon erhältlich ist. Ich packe euch den Link mal in die Infobox. Und ja, meiner Schwester ist total was Blödes passiert. Sie hat sich gerade am Mittwochnachmittag den Fuß gebrochen und zwei Zehen. Und ja, es konnte kein blöderer Zeitpunkt sein und wurde Donnerstag operiert und war dann gar nicht beim Livegang ihres E-Books dabei. Ja, das ist natürlich echt sehr bescheiden, aber da muss sie jetzt durch. Es sind ja viele liebe Grüße an dieser Stelle und mit viel Glück, wenn du dann bei uns sozusagen bist, um gepflegt zu werden, komm, gucken wir uns das Staffelfinale von Game of Thrones zusammen an. Da brauche ich auch jeden Beistand, den ich kriegen kann. Ja, ich lese euch einfach mal den Klappentext vor. Vielleicht ist es ja für den einen oder anderen auch was Interessantes. Arie ist ein ganz normales Mädchen, so normal, wie es eine Fee mit Zauberkräften eben sein kann. Doch ab ihrem 16. Geburtstag ändert sich alles. Ihr wird offenbart, dass sie die Wächterin der Sonne ist. Sie muss gegen den mächtigsten schwarzmagischen Zauberer der damaligen Zeit kämpfen, Demain Basilk. Dieser ist der Verbannung durch die früheren Wächterinnen entkommen. Arie und ihre besten Freunde begeben sich auf eine Reise in der Hoffnung, die Wächterin des Mondes zu finden und endlich die volle Magie zu erlangen. Werden sie ihre Aufgabe erfüllen? Und ja, auch hier haben wir Jugendfantasy mit einem wunderschönen Cover, das eine sehr gute Freundin von meiner Schwester gestaltet hat, was ich echt toll finde, auch wenn, also das Hardcover sieht natürlich sowieso sehr schön aus. Ja, finde ich ganz toll. Also ich finde es sehr interessant, ich durfte es ja nicht vorab lesen. Ich habe mir jetzt auch das Amazon-Buch geholt und werde es dann jetzt auch auf meiner Kindle-App auf dem neuen Handy, was es ja endlich kann, lesen, beziehungsweise ja, hätte ich gerne die EPUB-Version. Mal gucken, ob die meine Schwester rausruckt. Ja, also hier auch nochmal viele Grüße, ne? Werde ich auf jeden Fall lesen. Ich denke mal so in der nächsten Woche werde ich dann auch ein bisschen was dazu berichten können. Und ja, wer Jugendfantasy mag, der darf hier gerne zugreifen. Ihr findet den Link für das E-Book auf jeden Fall in der Infobox, weil 99 Cent finde ich fast zu günstig. Aber ja, für so einen Einführungspreis, für ein neues Buch, für eine neue Autorin, denke ich, ist es wahrscheinlich einfach auch einfach mal gut, weil es müssen ja einfach mal ein paar Leute das Buch kennenlernen. So, das, was habe ich mir noch aufgeschrieben? Ja, Game of Thrones, unser Hangout war ja letzte Woche sozusagen beim lieben Film mit anfänglichen technischen Problemen, die wir aber gut in den Griff bekommen haben. Es war ja im Grunde die 8. Folge und wir haben jetzt noch 2 Folgen vor uns und ich muss ehrlich sagen, ich habe unglaubliche Angst vor diesen 2 Folgen. Und wir werden uns nächste Woche am Mittwoch erst treffen, denn am Dienstag spielt Deutschland. Und da das sich von der Zeit gegebenenfalls auch einfach überschneidet und man geht halt einfach davon aus, oder wir gehen davon aus, dass eben ein paar tatsächlich mehr im Deutschlandfieber sein werden als im Game of Thrones Fieber. Ja, da haben wir einfach gesagt, wir werden das Mittwoch machen, werden uns da wieder um 20:30 treffen. Ich glaube, aktuell wissen wir noch nicht so recht, wo wir uns treffen, aber verfolgt uns einfach alle auf Facebook oder Instagram. Da werden wir das auf jeden Fall noch bekannt geben, wo wir dann sind. Und vielleicht habt ihr uns auch alle einfach abonniert, dann merkt ihr sowieso, wer dann eben die Veranstaltung einstellt. Und ja, aber diesmal an einem Mittwoch, wieder zur Primetime um 20:30 Uhr. Und dann habe ich jetzt natürlich das Buch da drüben liegen, aber ich möchte auch noch mal kurz ankündigen, ja, ab morgen geht das gemeinsame Lesen von Eleanor und Park los. Wir haben ja einen Leseclub auf Facebook gegründet, zusammen mit Phil und Alicia hab ich diesen Club, meine Güte, jetzt sind die Buchstaben durcheinander, den Club gegründet und wir lesen ja jetzt zusammen im Juni Eleanor und Park. Es sind die Leseabschnitte schon vorgegeben und deswegen liegt es jetzt auch am Schreibtisch, weil ich es vorhin erst noch markiert habe, wie weit jetzt gelesen wird. Ich lese mit dem englischen Original, ich glaube Phil auch und Alicia hat die deutsche Ausgabe. Wir haben es nach Kapiteln aufgeteilt, sodass ja im Grunde jeder mitlesen kann, mit jeder Ausgabe. Ich denke auch mit dem Hörbuch sollte es machbar sein. Da haben auch manche schon gefragt, ob sie mit hören dürfen. Das ist natürlich vollkommen egal, ob ihr es auf dem E-Book-Reader lest, als echtes Buch, Deutsch, Englisch oder hören wollt. Jeder ist herzlich eingeladen und ihr findet den Leseclub nochmal in der Infobox. Und es haben auch ein paar gefragt, was denn im Juli
Kritik gelesen wird. Ich glaube, dass wir dann diese Abstimmung einfach in der nächsten Woche machen werden, wenn wir ziemlich fertig mit Eleanor und Park sind und dass man dann eben auch wieder Ende des Monats das Buch sozusagen ansetzt. Der Gedanke in dem Leseklub ist ja, Subbücher zu lesen, also dass jeder von uns guckt, was haben wir auf den Sub, was würden wir gerne mal lesen, wo brauchen wir vielleicht einfach Motivation, dass jemand mitliest und wir dann eben eine Umfrage starten mit unseren Subbüchern. Es wird auch so sein, dass wir drei vielleicht nicht immer dran teilnehmen, wenn wir nicht die gleichen Bücher auf dem Sub haben, sondern dass dann halt nur einer von uns oder zwei von uns dreien im Grunde dann diese Lesegruppe begleitet, beziehungsweise wenn es Subbücher sind, sind es ja oft auch ältere Bücher. Vielleicht ist dann eben auch das gebrauchte Buch günstig zu erhalten und dass man dann eben die Möglichkeit hat, wenn einen die Geschichte interessiert, eben noch an das günstige gebrauchte Buch heranzukommen, um dann eben mitzulesen, wenn es interessiert. Das ist so der Gedanke. Es werden da keine Neuerscheinungen gelesen, sondern es geht wirklich bei uns dreien darum, eben Subbücher abzubauen oder eben alte, ältere Bücher eben dann gebraucht zu bekommen und dadurch vielleicht einen Buchschatz zu finden. Ja, jetzt atmen wir durch. Ich glaube, ich habe von der Woche soweit alles erzählt. Wenn ich so recht überlege, ja, es war EM, ich war lecker essen diese Woche. Das hat mir auch gut gefallen. Und Cocktail trinken war auch sehr lecker. Und ja, und mein Handy. Also das ist natürlich wirklich so mein Highlight der Woche. Dass ich ja endlich mein Windows Phone los bin, dass ich meiner Mutter überreichen werde. Ja, ob sie will oder nicht. Die Frau bekommt jetzt WhatsApp. Bleibt jetzt nichts anderes übrig. Sie muss mit uns jetzt über WhatsApp kommunizieren. Ja, aber ist die Hülle nicht wirklich schön? Ich hoffe, ihr seht so ein bisschen. Ja, und ja, auf jeden Fall, ich bin total happy und es hat mir die Woche wirklich gefallen. So, das war jetzt aber wirklich ein relativ langes Video und ich hoffe, ihr hattet viel Spaß beim Video und gute Unterhaltung und vielleicht habt ihr ja das ein oder andere Buch, ist vielleicht eher unwahrscheinlich, aber vielleicht zumindest irgendwie auf der Wunschliste oder seid vielleicht selbst am Lesen oder ja, wollt jetzt ihr Eleanor und Park mitlesen, schreibt mir gerne ein bisschen eure Gedanken in die Kommentare. Was erwartet euch die kommende Woche? Ich muss ehrlich gestehen, ich habe noch keinen Plan. Ich gehe mal vom Kalender davon aus, dass wahrscheinlich die Buchneuerscheinungen für den Juli, dass ich die jetzt vorbereiten werde und diese Woche drehen werde. Vielleicht habe ich die sogar schon vorbereitet, kann mich nicht erinnern. Ich muss mal gucken. Auf jeden Fall, das wird, denke ich, kommen. Und dann, ja, habe ich noch keinen Plan, wie gesagt. Ja, ich bin manchmal auch echt planlos. Kommt mir sehr selten vor, aber in diesem Fall schon. Aber ich denke, so vom Datum werden wahrscheinlich die Neuerscheinungen gar nicht so schlecht sein. Und ja, mal gucken, was da noch kommt. Vielleicht kommt mal wieder ein Vlog-Thema. Vielleicht habt ihr ja Themen für einen Vlog. Dann könnt ihr mir die auch gerne mal in die Kommentare schreiben. Und ja, dann würde ich sagen, wünsche ich euch ein schönes Wochenende. Ich hoffe, dass es ein bisschen sonniger wird und weniger regnerischer als die letzte Woche. Da hat man ja echt gedacht, man braucht ein U-Boot. Und es waren ja auch manche Städte wirklich so vom Unwetter geplagt. Das ist ja wirklich nicht mehr lustig. Dementsprechend wünsche ich uns trockenes Wetter. Es muss auch keine 30 Grad haben, auch wenn ich mich darüber freuen würde. Aber ja, na, so ist es. Ja, ich würde mich auf jeden Fall über Kommentare freuen und wenn ihr einfach auch Spaß an dem Video hattet. Und dann wünsche ich euch jetzt einen schönen Tag, einen schönen Abend, ein schönes Wochenende und wenn ihr wollt, sehen wir uns beim nächsten Video. Tschüss, eure Steffi.